Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die mit der Asia Mod. Ja, ich bin ja auf dem Weg zur Quest, aber schaut mal, was ich gefunden habe. Wie crazy ist das denn hier? Was ist das denn für ein krasses Gebäude? Gott, wo mein Auge juckt. Moment. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier wollte ich jetzt einfach mal reingehen. Ich sehe schon kommen, wir brauchen bestimmt Ewigkeiten, bis wir bei der Quest überhaupt angekommen sind. Hier sind bestimmt auch wieder 930.000 Zombies. Aber wie geil ist das denn bitte? So eine krasse Festung. Ist doch hier mal richtig geil. Mit. Hier ist schon alles aus so Eisen. 1000 braucht man dafür. Hier liegt schon ein bisschen Geld und eine Kiste mit nichts drin. Hier sind 130 Zombies. Wie geil ist das denn hier bitte? Einige, wie schön sieht denn das bitte aus? Das muss ich mir merken. Ich glaube, ich werde umziehen. Oh, guck mal da. Oh, das ist so schön. Mega geil. Oh, Alter. Wie krass. Und gar keine beknackten Zombies sind hier. Ja, krass. Ja, lol. Geil. Brennofen. Ja, funktioniert natürlich alles nicht, aber scheiß drauf. Ist trotzdem geil. Das hier müssen wir uns jetzt erstmal genauer angucken. Da bleibt jetzt nichts aus. Das bleibt jetzt nicht aus. Okay, im Speerdings finde ich einen Malerpinsel, na klar. Ihr seid nicht die Schnellsten. Huhu, hier sind sie alle. So. Einmal hier alle Zombies einsammeln. Hallo. Ich hoffe, dass ich sie jetzt alle eingesammelt habe und sie alle nach hier draußen lotsen kann. Und die eventuell freiwillig einfach in die Spikes laufen. Kommen sie alle? Ja, Mensch. Das ist doch hier. Ja, ich möchte die gerne in die Spikes laufen lassen und selber laufe ich wahrscheinlich in die Spikes, ne? Ja, kommt. Kommt raus. Kommt, ihr kleinen Männchens. Kommt, ihr kleinen Zombie-Mombis. Ihr kleinen Mombi-Schmombis. Ja, schön in die Spikes laufen. Mach so feini. Gott, wer quietscht hier denn so wie so ein Geisteskranker? War das Krümel? War bestimmt Krümel. Ja, und ich habe schon wieder Hunger. Was ein Wunder. Ist ja mal was ganz Neues. Hallo, Krümel. Du weißt doch, dass du dich nicht so überanstrengen sollst, Krümel. Was wäre denn für ein Movement? Genau, schön nach der Reihe. Einer zur Zeit. Und wenn ihr umkippt, bitte wieder hinten anstellen. Das ist mega das geile Gebäude, ey. Hammer. Mega geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das so geil, das Gebäude. Hammer toll. Hab das so gesehen und dachte mir, okay, vielleicht eine Stadt, die umzingelt ist, so komme ich dichter und dachte mir, jetzt muss ich euch dazu holen. Richtig geil, ey. Das wäre doch eine mega geile Base. Wenn man denn da noch so drumherum einen größeren Graben macht, mit Spikes rein. Können die Zombies dir eigentlich gar nichts mehr, oder? Richtig geiles Gebäude. Das müssen wir uns merken. Das will ich mir auch nachher mal markieren.
Das ist ja einfach mal der absolute Mega-Porno-Shit. Hier noch ein paar Tageslöhner. Ich hoffe, die lassen was fallen für mich. Nee. Kein Geld? Okay, schade. Hallo, du musst in die andere Richtung, du kleine Wurst. Habe ich jetzt alle getötet? Nee, irgendwo verstecken sich doch bestimmt noch welche, oder? Ist doch irgendwie immer so. Fangen wir mal hier in der Mitte an. Gibt's Tofu? Tofu. Fischfass. Nichts drin. Tofu. Milch. Tofu. Ein schöner Baum. So. Laufen wir mal hier rum. In der Hoffnung, dass uns hier nicht gleich ein... dass hier nicht gleich wieder ein Bär vor uns steht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay, hier durch, hier durch. Oh, guck mal, hier hat sich noch einer versteckt. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Oh, tut mir aber auch nicht leid. So. Natürlich haben sich hier drin noch welche versteckt. Was auch sonst. Ja, dann kommt mal raus da. Wo kommst denn du jetzt hier angelaufen? Von draußen kloppen sie auch. Guck mal, da kommt noch eine kleine süße prima Ballerina. So. Du willst auch noch aufs Fressbrett. Sehr gut. Du auch. So. 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 Ich sehe hier gar nichts. Oh, wo soll ich denn jetzt hier durch? Ein Lagerfeuer, was drin? Okay. Eine Cats. Fackel. Wohnen hier die Sklaven? Man weiß es nicht. Boah, ich steige hier gerade nicht durch, wo ich hier bin, ne? Oder sind das so die Arbeiter? So, da waren wir, ne? Könnten auch so die Arbeiter sein, die da drinnen wohnen, ne? So, die vielleicht hier, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich sagen wollte. Boah, hallo, ich... So. Ist hier was? Eine Leiche. Nichts drin. Nichts drinne. Hier können wir nochmal... Nichts drinne. Nichts drinne. So, dann hier durch. So. Denn da waren wir. Hier waren wir auch schon. Hier ist der Brennofen. Da war auch nichts. Hier ist Holz, Holz, Holz. Hier ist irgendeine Leiche. Oh, beziehungsweise ein Halbtoter. Hier? Nichts drin. Oh. Ey, so ein geiles Gebäude, ne? Und nirgendwo ist was drin. Aber hier ist auf jeden Fall alles schon mal aus Eisen. K? Wieso K? Wieso K? Weiß man das? Nö, ne? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Hey, du bist so dämlich, Alter. Du bist so dämlich. Ups, so doch nicht. Entschuldigung. Ich nehme das auch nicht zurück. So. Aber wieso soll ich denn K drücken? K? Heißt K vielleicht, dass ich das... vielleicht...
nutzen kann, denn, wenn ich ein Schwert habe, dass ich mein Schwert da hinten kann? Oder so? Oh. Geile Scheiße. Oh, hier können wir noch was kochen. Wasser. Essen. Da ich ja irgendwie Dauerhunger habe. Können wir auch noch benutzen. Oh, eine Truhe, eine Truhe. Und erstmal den gestürzten Zombie hier töten. Ist auch nur noch einer, ne? Nur der hier. So, Papyrus. Tee. Kiste. Sehr schön. So, was haben wir denn hier gefunden alles? Eine Eisenschaufel haben wir. Ist die besser? 12. 18, aber die ist auch gemottet. Ein Steinschlaghammer. Und eine eiserne Axt. Die ist aber auch gemottet. Jo, das können wir mal hier rein. Das kann auch erstmal weg. Sand kann auch erstmal weg. Das müssen wir erstmal essen. Sonst bin ich ja hier gleich wieder am Verhungern. Den Tofu eigentlich auch so essen? Ja, komm, einfach rein in die Figur. Rein damit. So. Das können wir auch noch essen. Aber wir können ja erstmal den ganzen Soja essen. Würde ich nie auf die Idee kommen, das so zu essen. Aber naja, eben das seine. Ja. So. Gibt hier noch was? Hier ist alles weg. Ups. Gibt's hier noch? Bambus. Hier gibt's noch was Schönes. Knochen. Trinken. Hier habe ich noch einen vergessen. So. Auch wieder nicht meckern, dass ich Hunger habe. Das geht nämlich gar nicht. Oh, hier sind sie noch alle. Oh, ich sehe, was sehen denn meine kleinen Glubschaugen da? Kisten! Luhut! Aber erstmal müssen wir hier die... Zombies beseitigen. Erst umfallen, wenn ich die schlag und nicht schon irgendwie 300 Meter vorher. So. Lasst mich hier rein. Was gibt's hier Schönes? Ein Regal mit nichts drin. Nee. Geld. Nö. Okay. Erstmal die Regale. Oh, nicht schon. Und jetzt die Kiste. Die Kisten sehen so vielversprechend aus. Und dann ist das nichts. Oh Mann. Schade. Ja, das werden wir uns hier auf jeden Fall mal markieren. Und zwar neue Base? Fragezeichen. Wir müssen in die Richtung weiter. So, ihr Lieben, wir sind fast da. Und was ich gesehen habe, ist hier eine neue Stadt, eine Riesenstadt, die ist umrandet mit einem riesen Gebäude, also mit einer Riesenmauer. Ja, wie ihr seht, ich habe gerade auf Pause gemacht, beziehungsweise bin aus der unser neue Base vielleicht raus, wurde attackiert von Vögeln. Okay, ihr Lieben, keine Ahnung, was das war, irgendwie kleiner Fehler oder so, jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Jetzt ist es ja auch nicht weiß. Ja, auf jeden Fall wurde ich von drei oder vier, ich weiß es gar nicht genau, Geiern angegriffen und habe mir dadurch das Bein gebrochen und bin infiziert. Ich habe leider auch nichts mit. Eine Schiene kann ich mir leider auch nicht herstellen. Habe schon geguckt. Dafür fehlt mir Kleber. Aber ich glaube, Kleber kann ich mir auch gar nicht so herstellen. Ne? Dafür brauche ich, ja,
Eine Werkbank oder ein Feuer. Auf jeden Fall, das ist ja eine Riesenstadt und das hier ist jetzt ein Riesengebäude. Ja, schade, dass wir die Stadt nicht vorher gefunden haben, beziehungsweise, dass wir das nicht, dass hier nicht irgendwo in der Nähe unsere Hauptbase ist. Schade. Aber wir können ja umziehen, aber es ist halt so ein weiter Weg, ne? Das sind irgendwie so knapp ein Kilometer. Fast 2 Kilometer. Es ist halt blöd, wenn man halt nichts hat und dann ist man, wenn man das ganze Inventar voll hat und so, muss man halt immer 5-mal hin und her laufen. Ist halt immer eine Strecke. Halt, ja, ist jetzt nicht ganz so geil. Aber vielleicht, wenn irgendwann mal irgendwas, wo wir irgendwie irgendwas transportieren können, Pferd, Wagen, wo wir ein bisschen schneller unterwegs sind, dann ist das bestimmt eine Überlegung wert. Weil auch gerade da das coole Gebäude, wo wir gerade drinne waren, ist natürlich auch geil. Hier sind Hammer, die geilen Gebäude. Boah, ich bin gerade schockverliebt. Voll die schönen Gebäude. Boah, guckt euch das mal an. Alter Schwede. Was ein Gebäude. Warum haben wir hier Kampfmusik? Wer will was? Oh. Wer will aufs Fressbrett? Mann, Mombis, Alter. Ich möchte doch einfach nur zu meiner Bring die Vorräte zurück Quest. Nein, darf ich nicht, ne? Nee, ihr könnt mich auch niemals in Ruhe lassen. Wo ist ein Hund? Boah, ich raste aus. Ich raste aus. Wo ist dieser gestörte Hund? Kann er sich bitte irgendwie aufhängen oder so? Ach, da kämpfen die. Oh Gott, ey, ich hab's geschafft. Ich bin nicht gestorben am Hund. Okay, essen. So, schnell essen. Die sind noch besser. Alles klar, scrappen. Ich bin nicht gestorben an dem Hund. Das ist ja der Wahnsinn. So. Könnt ihr Zombie-Mombies mich jetzt bitte alle mal in Ruhe lassen? So ein geiles Gebäude, ne? Mega schön. Oh Gott, ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Nein, aber wir machen jetzt erstmal die Quest und dann, denke ich mal, bleiben wir nochmal so 2, 3 Tage hier. Ich hab aber keinen Platz mehr im Inventar, ne? Das ist halt Knochenbrecher. Ja, das werden wir gleich machen, wenn wir bei der Quest angekommen sind. Oder wenn wir nach... Ne, das machen wir, wenn wir in dieses große Gebäude hier reingehen. Dann haben wir vielleicht... Ist die Chance vielleicht ein bisschen größer, dass wir das überleben. Oh, ich will in das Riesengebäude rein, ne? So schön und so groß. Mega geil. Mega geil einfach. So. Quest, wir kommen. Wir sind gleich da. Ja, ich bin halt nicht so schnell, weil ich brauche halt eine Schiene. Ich habe keine. Ja. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Ist hier irgendwas Schönes? Fisch? Ist wahrscheinlich roher Fisch. Kann ich Kohl einfach so essen? Boah, scheiß drauf. Einfach essen. Und den kann ich scrappen, weil den benutze ich eh nicht. Hallo? Scrappen. Nicht benutzen. Oh, hallo? Scrap. Die können wir auch scrappen. Die können raus. Ginseng kann auch mal weg. Schade, dass hier nicht irgendwo in der Nähe ein Händler ist, ne? Dass ich ein paar Sachen verkaufen kann. Dass ich Sachen kaufen kann. Ja, die Samen, die finde ich ja eigentlich auch immer mal wieder. Hallo? So, Farbe brauchen wir auch nicht. Steine finden wir eigentlich auch immer wieder. Lehm kann ich ja auch nicht so wirklich was mit anfangen. Erstmal... So, wieder essen. So. Und let's go. Komm, die letzten 20 Meter wirst du wohl noch schaffen. Oh, dieser Dreckshund, ne? Ja, dann komm her. Drecksköter. Komm.
Gegen wen kämpft er? Gegen eine Schlange oder hat er sich da festgebackt? Nur kein Bock, dass der hier gleich angeschissen kommt. Das sind so geile Gebäude hier. Ich will in der Stadt wohnen. Oh Junge, ich habe die Quest doch noch gar nicht angenommen. Kannst du bitte von mir wegbleiben? Bitte. Lass mich in Ruhe. Oh ja, alles klar. Ja, kommt alle raus. Ja, klar. Komm schon, Hundi. Und gut, ich habe meine Matte schon mal irgendwo hingelegt. Oh, ich werde immer so nervös bei diesen ganzen Wölfen, Hunden, was auch immer, ne? Oh, ich hasse die. Ich hasse die einfach. Komm schon. Oh, hast keinen Kopf mehr? Das ist aber schade. Oh. Ich hab's überlebt noch. Komm jetzt her, Mano. Ich möchte jetzt einfach nur diese Quest beenden. Und dann leck mich alle an die Füße. Bitte sterbe. Sehr schön. So. Wieso habe ich denn immer noch Kampfmusik? Kann die bitte weggehen? Es wäre sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Geht doch. Macht einen ja richtig nervös, ey. Mich auf jeden Fall. Ich fühle mich wie überladen. Ich habe mir aber nur das Bein gebrochen. Ja, ich verstecke auch immer Farbe in Säcken. Macht man so, ne? Aber kann ich den nicht hier runter machen? So? Ja, genau. Knochenbrecher machen wir gleich, wenn wir in das große Gebäude gehen. Geld ist immer gut. So. Kurz was trinken. Und starte die Quest. Ich will nur nicht, dass jetzt hier noch ein Hundi drin ist, ne? Dann raste ich aus. Ich den gefunden. Was ist da denn? Vorderladerkugel, okay. Was gibt's hier? Ich bin ja mal gespannt, was wir hier noch alles so entdecken werden. Auf jeden Fall bin ich hier von dieser Stadt schon mal sehr begeistert. Hallo? Hallo? Mehr, du Dreckschlange. So. Geld! Nee, das ist kein Geld. Hier ist Geld. So. Wo kommst du denn noch her? Ist da drüben noch einer? Nee. Nö, das ist der letzte. Ja, ich muss ja erstmal looten und dann kann ich hier deine komischen Vorräte suchen. Wo kommst du denn jetzt hin, Kackvogel? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Nee, hier kommt das. Erstmal die Tür zu machen. Wer weiß, wer hier noch alles gleich reingeschissen kommt. Nämlich irgendwie so das blöde Gefühl, ich habe schon wieder einen Hund gehört, aber es kann auch einfach nur wieder Einbildung gewesen sein. Okay. Geld ist immer gut.
Vorräte? Wo sind die denn? Echt jetzt? Na toll. So, aufklopfen hier oder was? Mann. So, sehr schön. Bleib einfach vielleicht die Nacht über hier. Dann können wir vielleicht keiner was. Ohne Reis. Habe ich ja genug. Kloppen draußen alle gegen. Ich weiß auch gar nicht, wie wieder alle herkommen. Geld! Komm schon. Ja, sehr gut. So, also das können wir schon mal nehmen. Das kann mal weg. Und sie sind durch, alles klar. Bin weg. Ui, das war gut. Oh Mann, ey. Wo? Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Guck mal, das sind nämlich 2 Kilometer. Zu unserem Zuhause. Das will ich nicht. Ich will nicht so weit laufen. Ich will nicht so weit laufen. So. Erstmal jetzt hier wieder voll essen. Kartoffel, alles rein damit. Das kann weg. Farbe. Keine Ahnung. Hallo. Ich weiß nicht, was die wollen, ne? Ich weiß nicht, was die von mir alle wollen. Ich hab doch gar nichts. Ja, renn noch ein bisschen schneller. Könnt ihr mich jetzt bitte alle mal in Ruhe lassen? Ich habe euch gar nichts getan. Ich wollte nur hier meine Vorräte abholen. Die mir gehören. Stand kein Name drauf, dass die euch gehören. So. Natürlich steht da jetzt auch noch ein Schwein. Was sonst? So, ich habe das ungute Gefühl, dass es Nacht wird. Ich werde mich jetzt hier verbarrikadieren. So, so. Ich werde jetzt hier drinnen bleiben, bis es morgen wird. Ja. So, und dann könnt ihr mich jetzt hier alle mal. So, erstmal wieder essen. Scheint ja jetzt gerade ein bisschen ruhiger zu sein. Einfach essen. Bringt mir zwar nicht so viel, aber immerhin was. So. Ja, ihr Lieben, das war's auch von dieser Folge. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, die Quest haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Wir gehen morgen früh in das nächste Gebäude. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen hochheile. Ich weiß noch nicht wie, aber ja, wäre auf jeden Fall mega. Also ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.